herzlich willkommen zurück bei Knights of Pen and Paper Part 2. Hier, Be Dragons, wir spielen weiter. Ja, wir sind in der Großstadt, das ist korrekt. Okay, wir hocken hier immer noch rum. Ich weiß gerade nicht, wie das mit unserem Bestiarium war. Diebe müssen wir noch einige killern. Was sagen unsere Neulinge? Stufe 9 und Stufe 4. Ich glaube, ich habe schlechte Nachrichten für euch. Wir müssen da noch ein bisschen ackern. Verdammt. Also zumindest fürs Bestiarium und auf jeden Fall auch für unsere Neulinge. Ich schlage euch mal jetzt einfach, ohne dass ihr antworten könnt, einen Deal vor. Wir machen zwei Kämpfe und dann geht es ein bisschen mit der Story weiter. Aber wir dürfen das Trainieren nicht vergessen. Nicht, dass wir hinterher am Ende dann übermäßig viel trainieren müssen. BZW, übermäßig viele Gegner töten, um irgendwie mit der Story weiterzukommen. Das wäre blöd, dann lieber zwischendurch, beziehungsweise früh, so früh wie möglich. Okay, los geht's. Vier Diebe, Räuber, wie auch immer. Wer ist als erstes dran? Räuber. Gut. Was haben wir da? Was bist du von Klasse? Ninja war das, ne? Schattenkette. Nehmen wir Schattenkette. Macht unheimlich viel Schaden bei einem Stufe 4 Ninja. Das ist schon mal ziemlich gut. Oha. Was haben wir hier? Unseren Jescher. Ich würde sagen, präparierter Pfeil vorne drauf. So, und jetzt kommt der allseits beliebte Kettenblitz. Ein Räuberino tot. Jäger ziemlich ouchen. Ärgerlich. Können wir spalten? Nein, können wir nicht. Dann machen wir doch glatt mal kräftigen Sprung. So, vordere Reihe tot. Ja. Sehr schön. Das hat doch ein bisschen was geholfen. So, Rauchbombe. Du fügst zwei Schaden zu. Dein Ziel und deine Feinde neben ihm werden mit Betäubung belegt. Versuchen wir's. Ah. Das kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut verwenden. Präparierter Pfeil. So, und dann den Kettenblitz natürlich. Sehr schön, Nummer 1 kaputt. Und dann ein Knaufschlag sozusagen. Heißt es Knaufschlag? Ich weiß es nicht. So, jede Menge Erfahrung und ein Langschwert. Langschwert könnte gut sein. Schauen wir mal. Lasst euch das nicht so gut steigen. Doch, doch. 333, 1 Ablenkung, 2 Bedrohung, wenn du angegriffen wirst, erleidest keinen Schaden. Führst einen Gegenangriff mit 100. Ah, okay. Wir nehmen aber nichtsdestotrotz den Pfeilregen und der Goth-Ninja, beziehungsweise die Goth-Ninja-Ring. Verschwinden. Bedrohung ist 1, kritisch, bis du Schaden erleidest. Wir nehmen es einfach mal. Ja. Okay. Wo ist unser Krieger? Da. Langschwert. Langschwert, Langschwert. Hat 2 Schaden, 2 Bedrohung und Verwundung. Ah, Schaden, Bedrohung. Kritisch hat es natürlich auch und Schwäche. Was macht das? Kritisch und Verwundung, aber weniger Bedrohung. Ich nehme mal den Dolch raus und das Langschwert hinein. Hat das jetzt was Positives gebracht? Moment, so haben wir 15 bis 23, 16 bis 24 und 17 bis 25. In jedem Fall, es bringt ein wenig. Okay. X, da ist das X. Sehr schön. Einmal schlummern. Das ist jetzt die zweite Runde Kampf, die jetzt ansteht. Mit natürlich wieder... Ach, guck mal. Ein Rauschbandit. Wir nehmen aber trotzdem Dieb. Mit 4 Mann und dann kämpfen wir gegen einen Rauschbandit. Tut mir leid, aber 5 Mann. Okay, natürlich, klar. So, Ninja hat irgendwas aktiviert. Okay. Wir versuchen die hintere Reihe schon mal ein bisschen zu schwächen. Krieger kriegt einen drauf. Dann da hinten mal dieses drauf. Mal gucken, wie viele wir betäuben können. Oh ja, der Ninja, der bringt was. Könnte ich machen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Müssen wir irgendjemand heilen? Nein. Sollen wir ein göttliches Urteil anwenden?
verbraucht erstmal Mana. Ich würde sagen, wir hauen einfach so ein bisschen drauf, ne? So. Spalten, aber natürlich. So. Jetzt hintere Reihe mit Kettenblitz oder Feuer einfach. Puh. Wie viel Schaden machen wir da? 7. Und Verbrennung. Ich würde sagen, Kettenblitz, hintere Reihe. Das hat doch halbwegs was gebracht. So, der Krieger hat jetzt alle auf den Sack gekommen. Macht nix, wir treffen ein paar zufällige Ziele und vernichten 2. Nun gut. Zack. Unser Ninja hat einen seiner ersten Kills. Ich weiß gar nicht, ob... Nein, du Schwein! Das ist wirklich mies, weil jetzt gibt's keine Erfahrungspunkte. Badabum, badabum. Naja, gut. Ach, ärgerlich. Okay. Wiederbeleben für 0. Hallo? Achso. Ja drücken. Ja, ich verstehe. Gut. Aber nichtsdestotrotz einmal noch gegen den Rauschebandit. War es Rauschebandit? War es das? Rauschebandit. Okay. Auf geht's. Ninja tut irgendwas. Jäger kriegt aufs Maul. Kräftiger Spruch. Ninja Rauchbombe. Widerstand. War ja klar. Jäger präparierter Pfeil. Du wirst einmal bitte den Jäger heilen. Und ja, da machen wir einen Catwitz. Oh, hat nicht oder hat nicht getötet. So, zack, ins Gesicht. Na? 420 Gruppen mit B ist nicht so viel. Aber ein Level Up für unseren Rocker-Mensch-Kleriker. Ah ja, da muss ich hin. Wiederherstellung regieren. Hier ist eines beliebigen. 5. Nehmen wir mal Leute vorerst. Da. So. Okay. Noch einmal schlafen und dann geht's mit der Quest weiter. Dann, ich versuche das so ein bisschen so zu halten, dass wir 50-50 machen, ja? Also. Nicht so ganz so schlimm. Das X markiert die Stelle. Level 10. Sind wir im Schnitt Level 10? Ja, passt schon, ne? Okay, beginnen. Okay, fangen wir an. Nach dem Laden eines Kartografen zu suchen. Ich habe mal von einem besonders guten gehört. Al-Irdisi, okay. Als ihr durch die Straßen streift, seht ihr viele ungewöhnliche kleine Läden, aber nicht das, wonach ihr sucht. Ihr gelangt auf einen geschäftigen Marktplatz mit Dutzenden von Obst- und Fischhändlern. Ihr hört laute Rufe und bemerkt plötzlich, dass alle Bürger den Marktplatz verlassen haben. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Eine Gruppe von Banditen scheint großes Interesse an der Karte zu haben, die ihr bei euch tragt. Vielleicht wollt ihr sie ihnen geben. Das ist unsere einzige Spur zum Papierritter. Wir müssen sie beschützen. Die Gruppe wird angegriffen. Yay! Okay. Ninja verbarrikadiert sich erstmal. Hintere Reihe wird vergiftet. Jäger kriegt einen aufs Maul. Aua. Wir machen mal mit dem Ninja was vielleicht Sinnvolles. Ja, sehr schön. Okay. Dieses. Dann folgt dieses. Und zuletzt machen wir den. Und dann noch den. So, sehr gut. Das war's auch schon. Gruppe besiegt. Feindeszahlbonus, warum auch immer. Die Gruppe wird angegriffen. Oh, was ist das? Was ist zur Hölle? Okay. Den? Das scheint ein Boss zu sein, ne? Versuchen wir es mal. So, auf jeden Fall. Upsala, das da, genau. Betäuben nach Möglichkeit. Ja. Aha. Ja. Dann. Tipp. Ja, das. Wiederherstellung. Und alle bekommen Energie. So, Kettenblitz. Das hat ein bisschen geholfen. Machen wir mit dem Knauf. Vielleicht bringt's was. Hallo.
widerstanden. Schade. No risk, no fun? Ich würde sagen, ne? Sehr schön. Fast perfekt. So, der Ninja kann auch schon mal den hinteren Räuber da kaputt machen. So, und als letztes versuchen wir uns... Ja, an einem göttlichen Urteil. Oh, lo, 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 lo. Oh, 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 ja. Hm, hat aber nicht so viel gemacht. Das bringt tatsächlich... What the fuck? Nicht sehr viel. Normaler Angriff oder Feuer? Feuer. Feuer. Und Knaufschlag. Sehr gut. Betäubt und brennt. Und ich glaube... Ach komm. Passt schon. So, war's das? 1008 Open EP. Und kein Level Up für unseren Paraden, ja, quasi. Schade, schade. Okay, ich bin startklar. Das ist schön für dich. 100 irgendwas Gold. Kartograf. Hallo, was für ein schönes Kartenstück ihr da doch habt. Ich sammle seltsame Karten und würde diese gerne in meine Sammlung aufnehmen. Nope. Hey, ich kenne dich, reisender Handwerker. Was? Hey, ich kenne dich. Dich, Punkt, Ausrufezeichen. Reisender Handwerker an einem Tag, Kartograf am nächsten. Kartograf, ich bin ein Mann von vielen Berufen und unzähligen Leidenschaften. Nun kannst du die Karte haben, wenn du sagst, was sie zeigt. Mal sehen, dieses große rote Kreuz findet sich auf der anderen Seite der großen Mauer, nördlich von hier. Hm, das ist Pech. Sie verwenden super sichere Passwörter, weißt du? Darf ich fragen, wer du bist? Ich bin nur ein armer Bandit, der irgendwie über die Runden zu kommen versucht. Ich folge ihm, falls er eine Schatzkarte findet. Und dann bedrohst du den ehrlichen, arbeitenden Bürger und verprügelst ihn? Nein, nein. Er war sehr freundlich zu mir. Er lud mir nur über die Schulter und zeichnet die Karten ab. Gut zu hören. Jetzt müssen wir nur noch das Passwort finden. Quest erledigt. MP und Level Up für Ninja Girl. Mensch. Oh, guck mal hier. Neue Waffe für sie. Ninja Girl, welche Attacke? Verschwinden oder dunkle Künste? Das ist passiv. Verschwinden ist aktiv. Haben wir noch gar nicht verwendet. Alle deine kritischen Treffer fügen zusätzlich Verwundung zu. Was macht's, wenn's... Nee. Hallo? Da, klick. So. Verwundung plus 1. Ah. Okay. Gut. Das war's. Das war's. Ich würde sagen. Ja, komm. Nee. Anders. Wir gucken mal kurz hier rein. Dieb. Dieb haben wir 100% voll. Oh, ich kann euch nicht mehr ärgern damit. Wir müssen aber noch irgendwo Banditen und Höhlenfledermäuse finden. Okay, geht's weiter. Zwielichtige Taverne. Wenn ihr das Passwort finden wollt, müsst ihr in der Taverne suchen. Dort wird mit Informationen gehandelt. KK. Der freundliche Bandit deutet euch den Weg zu einer sauberen Taverne mit einer guten Speisekarte. Okay, wir gehen in die Taverne und wir suchen die zwielichtigen Gestalten, die Geheimnisse dieser Stadt verkaufen. Oh, zwielichtige Taverne. Es ist Mittagszeit und die Taverne ist voller Bauarbeiter. Ein fröhliches Stimmengewirr erfüllt den Raum. Gibt es irgendwelche zwielichtigen Reisenden mit abgewetzten Mänteln, die sich an Ecktischen verstecken? Mal durch die Gegend gucken? Nein. Der einzige abgewetzte Mantel, den ihr seht, gehört dem Stadtbettler. Wenn ihr die Augen zusammenkneift, sieht er tatsächlich etwas zwielichtig aus. Ist er das? Ah nein, okay. Habt ihr etwas Gold übrig? Ich habe vergessen, dass der Nachtisch nicht beim Mittagessen dabei ist, sondern extra kostet. Oh, das ist aber bitter. Nur wenn du uns etwas über die große Mauer und ihr geheimes Passwort sagst. Zwielichtiger Bettler, ich kann euch sagen, wo ihr das Passwort findet, wenn ihr mir ein wenig helft. Wisst ihr, ich habe eine Münze in der Kanalisation verloren. Die Münze ist nicht viel wert, aber sie ist für mich von großem sentimentalem Wert. Verschwinden wir hier, der Geruch von Speck macht mich hungrig. Ich habe seit Wochen nichts Warmes gegessen. Okay, das ist natürlich auch nicht so gut. Großstadt. Abenteuer in der Kanalisation können wir auch später noch erleben. Warum? Der zwielichtige Bettler will seine wertvolle Münze zurück und ist bereit, euch im Gegenzug mit dem Passwort zu helfen. Ganz genau. Also, worauf warten wir? Die Pferde sind gesattelt, die Schwerter sind bereit und der Gestank in der Kanalisation hängt schon in meiner Nase.